Ja, ich bin zurzeit in der Schladminger Region unterwegs. Da wirst du ein paar Tage wieder verbringen in der Gegend erkunden. Ja, aber ein paar Punkte habe ich auf meiner Liste, was ich besuchen möchte. Im Großen und Ganzen habe ich das eigentlich ziemlich offen gelassen. Und ja, ich möchte mir in der Gegend erkunden und schauen, ob sich irgendwas Neues finden lässt. Ich bin hier jetzt an diesem Platz mal gestern schon, wir haben eine Freundin gezeigt, und so ist das Salzer Wasserfall. Den habe ich eigentlich vorher gar nicht gekannt, ich habe keine Bilder davon gesehen oder weil ich gar nicht wusste, dass es existiert. Wie wir gestern da waren und wie ich das da gesehen habe, wo man gerade mal so unbedingt mit der Kamera zurück, denn der Platz dort vielleicht gibt das Potenzial. Ja, also der im Hintergrund ist das Salzer Fall. Und es gibt noch ein Wasserfall, was von links runterkommt. Der existiert allerdings nur bei der Schneeschmelze anscheinend. Ja, ich habe gestern schon die Idee gehabt, dass ich versuchen werde, diese beiden Wasserfälle auf ein Bild bekomme. Könnte wohl schwierig werden, aber ja, mal schauen. Ja, ich bin gestern eigentlich schon angekommen und gestern haben wir an die 30 Grad gehabt und jetzt in der Früh haben wir irgendwas um die 15. Also wir haben dann einen ziemlichen Temperatursturz. Gestern war es sonnig, heute ist es bewölkt und es sagt auch teilweise Regen voraus. Ja, typisch für mich. Sobald ich mit der Kamera unterwegs bin, ja, verschlechtert sich das Wetter anscheinend. Aber ich muss sagen, so wie es jetzt ist, ist eigentlich, sind die Bedingungen jetzt gar nicht so schlecht, ist gerade für diesen Wasserfall zu fotografieren, solange es jetzt im Regen beginnt. Ja. Also ich würde sagen, ich nehme jetzt meine Kamera und wir werden eine Fotosuche beginnen. Ja, die ersten Bilder habe ich. Ja, ob ich jetzt so zufrieden bin damit. Die schauen jetzt einmal am Display nicht so schlecht aus. Mal schauen, wie das dann am Computer ausschaut. Das waren aber die ersten Bilder, um einmal warm zu werden. Ich bin schon ein bisschen noch vorgegangen, da habe ich noch einen zweiten oder eigentlich einen dritten Wasserfall entdeckt. Der schaut auch sehr interessant aus. Nur erfordert das jetzt eine Kletterei über ein paar Felsen, deswegen packe ich meine Kameraausrüstung wieder zusammen. Und wir versuchen, dass ich da so nah wie möglich an den hinteren Wasserfall rankomme. Das Problem ist jetzt bei dieser Szenerie, dass der Wasserfall oben ziemlich hell und weiß ist. Ich habe da jetzt immer einen ziemlich hellen Spot im Bild. Mal schauen, ob ich den in Lightroom ein bisschen einfangen kann, beziehungsweise die Schatten da noch aufheben kann. Ansonsten schaut das mal komisch aus. Naja, ich packe meine Kameraausrüstung wieder ein und versuchen, dass wir da hinten gelangen. Ja, ich bin jetzt bei dem versteckten Wasserfall, eigentlich beim dritten Wasserfall, und es schaut nicht schlecht aus. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, es ist ziemlich viel Totholz und Geäst im Wasserfall selber. Das schaut jetzt nicht so toll aus. Ja. Ich werde auf jeden Fall da probieren, ein Bild zu bekommen. Ich kriege da gerne noch einen Weg rauf. Vielleicht gibt es da oben noch einen interessanten Platz. Ich will definitiv noch aufschauen. Aber jetzt probieren wir mal da ein Bild zu bekommen.
jetzt ein bisschen herumprobiert und versucht, da irgendwie ein Bild oder eine Bildkomposition zu finden. Ja, ich habe jetzt nicht wirklich was da entdeckt, wo ich den Wasserfall der richtigen Szene setzen kann. Aber was, glaube ich, funktionieren wird, ist ein Panorama, und zwar von einem großen Wasserfall zu einem rechten Wasserfall. Und das probieren wir jetzt. Das einzige Problem ist, ich bin in Weitwinkel ziemlich nah hierbei bei meinem Motiv, und jetzt ist, ja, kann sein, dass das am Bild, also an das Panorama noch zusammengesetzt ist, ein bisschen komisch ausschaut, aber ich werde es riskieren. Mal schauen. Ja, ich habe ein bisschen mehr überlappen lassen als die üblichen 30%, denn weil ich so also noch hierbei bin, lasse ich leider mal ein bisschen mehr Material bei den Bildern, dass es sich leichter tut beim Zusammenstitchen. Ich hoffe, es funktioniert. Im Kopf habe ich das Panorama schon zusammengesetzt, und im Kopf schaut es einmal nicht schlecht aus. Mal schauen, ob das dann am Bild auch noch so wirkt.